Treffen der Straußhaus-Initiative. Die Bürgerinitiative Rettet die Strauß-Siedlung traf sich am Dienstagabend zu einer Pressekonferenz im Syntopia. Bei dem Treffen schilderte die Initiative den aktuellen Fortschritt im Straußhaus-Thema. Außerdem wurden Ideen und Wünsche bezüglich des Gesprächs mit der GEBAK vorgestellt. Wir freuen uns darüber, dass die GEBAK sich bereit erklärt hat, einen Dialog zu treten und ein Treffen zu machen. Und wir wollten das nochmal in die Öffentlichkeit rücken, weil das aus unserer Sicht auch sehr wichtig ist, zu zeigen, dass es auch funktionieren kann, dass auch Dialog möglich ist, auch nach so schwierigen Anfängen, sage ich jetzt mal. Und ja, wir freuen uns drauf und sind eigentlich ziemlich hoffnungsvoll, dass da was Gutes draus entstehen kann. Das Ziel der Initiative Straußhaus ist die Erhaltung des Mieterviertels in Neudorf. Dazu wurde kürzlich ein Gesprächstermin mit Vertretern der GEBAK vereinbart. Der Austausch wird am 14. Dezember stattfinden. Feuerwehrmänner erhalten Ehrenzeichen. Am Mittwochvormittag haben 64 Feuerwehrmänner das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold und Silber verliehen bekommen. Die Auszeichnung wurde von Oberbürgermeister Sören Link durchgeführt und soll den Mut und die jahrelange Treue der Einsatzkräfte symbolisieren. Ich verbinde mit der Feuerwehr tiefe Dankbarkeit, Respekt, Und ein Zeichen der Wertschätzung, denn die Feuerwehrleute in Duisburg, egal ob es freiwillige Feuerwehr, Berufsfeuerwehr oder die zahlreichen Werksfeuerwehren sind, die sind da, wenn man sie braucht. Wenn andere Menschen in Not sind, wenn Leib und Leben bedroht sind oder Sachwerte beschädigt werden, drohen, da sind die einsatzbereit, dann sind die da, riskieren ihr Leben, ihre Gesundheit. Und das bedeutet für mich Feuerwehr. Ausgezeichnet wurden die Freiwillige Feuerwehr Duisburg, die Berufsfeuerwehr sowie die Werkfeuerwehr. Für die Feuerwehrmänner ist dies eine ganz besondere Ehrung. Das Jahr 2017 war interessant und voller Arbeit für uns. Einmal aus dem Bereich der Einsätze hatten wir einiges zu tun. Wir sind jetzt bei knapp 60 Einsätzen im Stadtteil Baal. Das ist eine ganze Menge für uns. So viele hatten wir in den Jahren vorher nicht. Außerdem machen wir dreimal im Monat Ausbildung bei uns im Löschzug, sodass wir einiges zu tun haben. Die Feuerwehrabzeichen in Silber erhalten diejenigen, die ab einer aktiven Dienstzeit von 25 Jahren bei der Feuerwehr tätig sind. Und die ab 35-jähriger aktiver Dienstzeit erhalten das goldene Abzeichen. Tag der offenen Tür, Kunstausstellung Albert Franz Ernst. Die Verlagsgalerie Wohlfahrt öffnet am 15. Dezember seine Türen. Von 10 bis 16 Uhr können Kulturinteressierte hier die Ausstellung Das Geheimnis der Liebe ist größer als das Geheimnis des Todes von dem Duisburger Künstler Albert Franz Ernst besuchen. Natürlich habe ich mich zunächst von den Großformaten beeindrucken lassen, aber auch von den Farben und Formen. Als ich den Künstler dann näher kennengelernt habe, haben wir uns auch über Inhalte unterhalten. Und so habe ich viele Hintergründe erfahren und habe natürlich zu den Werken dadurch eine sehr persönliche Beziehung bekommen. Das Kernstück der Ausstellung ist ein zu der Ausstellung angefertigter Katalog. Mit der Ausstellung möchte das Verlagshaus Wohlfahrt die Möglichkeit nutzen, den Besuchern einen Duisburger Künstler vorzustellen. Heute war es ziemlich grau in Duisburg und verregnet. Und auch morgen sollten Sie nicht ohne Regenschirm aus dem Haus gehen. Denn es fällt am Morgen vereinzelt etwas Regen. Dabei ist es außerdem windig und die Temperaturen liegen zwischen 3 und 5 Grad. Und auch der Nachmittag und der Abend zeigen sich weiterhin grau und bedeckt. Der Freitag wird dann leider nicht besser. Wir starten mit Wolken in den Tag und später kann es im Verlauf des Tages regnen und die Temperaturen erreichen weiterhin 3 bis 5 Grad. Der Samstag bringt uns viele Wolken und auch der Regen weicht uns am Wochenende nicht von der Seite. Die Temperaturen halten sich dafür konstant bei 3 bis 5 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenter in Neumühl.
Liebe Autofahrer, es wird geblitzt. Achten Sie daher auf Ihre Geschwindigkeit. Geblitzt wird einmal auf der Hans-Sachs-Straße in Obermarxloh und auf der Krausstraße in Ruhrort. Außerdem behindern viele Baustellen die freie Fahrt in Duisburg. Sie müssen mit Beeinträchtigungen rechnen auf der Mörserstraße im Bereich der Südstraße in Homberg. Hier wird seit dem 4. Dezember die Fahrbahn erneuert. Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel geregelt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum 21. Dezember abgeschlossen sein. Eine weitere Baustelle sorgt für Beeinträchtigungen im Verkehr auf der Schifferstraße. Hier muss eine Fahrspur der Schifferstraße zwischen am Innenhafen in Fahrtrichtung Max-Peters-Straße zur Einbahnstraße umfunktioniert werden. In Gegenrichtung wird die Schifferstraße bis zum Gebäude Five Boats zur Sackgasse. Umleitungen sind ausgeschildert. Der Grund für die Sperrung ist die Vorbereitung zu den Bauarbeiten des Neubaus The Curve. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Januar 2018. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern eine gute und sichere Fahrt.